Wir werden Ihnen das übertragen. Wir begrüßen Sie aus der Arena, Manni Breukmann und Frank Buschmann. Wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite. Und wollen wir mal hoffen, dass dieses Fußballspiel die Erwartungen erfüllen kann. In der heutigen Partie spielt Southampton gegen West Bromwich Albion. Was denkst du über die heutigen Gastgeber? Das ist das letzte Spiel dieser Auf- und Ab-Saison. Am Ende springt ein guter Tabellenplatz heraus. Und das gibt Hoffnung für die kommende Saison. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Hayden Pennyfeather. Lallana! Da wird zum Eckball geklärt. Da steht die Verteidigung. Er bringt sein Team in Ballbesitz. Kann er sich den Ball holen? Die Situation wurde geklärt. Und jetzt! Er hat ihn abgewehrt, aber nicht festgehalten. Adam Lallana. Er macht das einzig Richtige und geht entschlossen dazwischen. Dorrance. Mulubu. Und die Partie ist unterbrochen. Handspiel. Also für den war diese Flanke wirklich nicht bestimmt. Von seinem Körper rollt der Ball ins Aus. Und schon wieder Eckball. Manche Ecken sind... Guck mal hin! Das war ein Ball mit rasender Geschwindigkeit. Aber er hat ihn gehalten. Jetzt könnte es gefährlich werden. Das muss es sein! So, es gibt Eckball. Ob die da was draus machen? Da wird der Ball abgefälscht und geht ins Aus. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Die Abwehr steht goldrichtig. Achtung, lässt! Aber er kann den Ball nicht festhalten. Und Achtung, genau hingeschaut. Oh! Besser und härter kannst du nicht schießen. Aber besser kannst du auch nicht halten. Der Ball ist frei, jeder kann ihn haben. Mulubu. Jones. Ja, da muss man ganz anders an die Sache rangehen. Da muss man kompakt stehen. Das sind ja Schuss und... Meine Güte, hat er den verzogen. Ja, und vor allem, wie stellt er sich denn da? So kann das nichts werden. Tja, wir haben mehrere Kameras im Einsatz. Der Beweis folgt hier. Dorrance. So, jetzt ist die Abwehr zur Stelle. Sauber geklärt. So, jetzt muss der Torwart ran.
Dorrance. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Eine knappe Pausenführung, 1:0 nach 45 Minuten. Ein paar mehr Tore, das wäre. Und das ist der Mittelanstoß zu Beginn dieser zweiten Halbzeit. Ein Versuch der Balleroberung. Mulubu. Gefährlich aus. Gut, dass da noch ein Abwehrspieler dazwischen war. Souverän, wie er diese Aufgabe gelöst hat, und so ganz einfach war das eben nicht. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Da muss er gar nicht so viel machen, aber er steht halt immer richtig. Dorrance. Da liegt er frei rum, der Ball, holt ihn euch. Mulubu. Nicht so weit weg vom gegnerischen Tor. It's time for a change. Wechselzeit. Ja, da hat er es aus der Distanz probiert. Und wie wir feststellen dürfen, mit vollem Erfolg. Was für ein Traumtor. Da haben sie ihm schlicht und ergreifend zu viel Platz gelassen. Und dass man das nicht tun sollte bei einem Spieler seines Formats, das hat er hier gezeigt. Was für ein Hammer, den er da auspackt. Uiuiuiuiui. Ja, da hat er den Gegner auf dem falschen Fuß erwischt und sich gleich den Ball zurückerobert. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, steht wohl ein Wechsel bei den Gästen an. Da trudelt der Ball frei übers Spielfeld. Oh, fantastisch, wie er da geklärt hat. Das war enorm wichtig. Er macht seinen Job richtig gut und entschärft diesen Angriff des Gegners. Mulubu. Und Vorsicht, es ist noch nicht vorbei. Achtung, jetzt! Da wird zum Eckball geklärt. Jetzt sind wir schon in der zweiten Halbzeit und es geht immer noch nichts zusammen. Sie liegen hinten. Vielleicht ist es jetzt die richtige Lösung, taktisch noch mal was zu verändern. Das ist eine harte Entscheidung des Trainers, das muss man schon sagen. Vor kurzem erst hat er ihn eingewechselt und jetzt nimmt er ihn gleich wieder runter. Das sieht aus wie Training. Perfekt.
Tja, die Flanke ist kein Problem da hinten für die Abwehrspieler. Ein perfektes Endresultat. 2:0 ist es ausgegangen.